Hallo Leute und willkommen hier bei Mi Uppercat. Das hier ist die Dirk D70, eine Kinder-Spielzeug-Kameradrohne mit 720p Auflösung und einer Handysteuerung, Fernsteuerung, zwei mitgelieferten Akkus. Und damit kann man eine ganze Menge machen, zumindest unter gewissen Voraussetzungen. Also ihr seht schon, ich packe hier das Teil gerade aus. Wir haben die Anleitung mit dabei, Ersatzpropeller, bisschen Werkzeug, Ladegerät und natürlich noch eine amtliche kleine Fernsteuerung. Ja, da wird nachher das Handy reingeklippt. Hier ist die Fernsteuerung mit so einem kleinen Erklärpappen mit dabei, will ich das mal nennen. Da habt ihr nochmal die beiden Akkus gesehen und die kleine Drohne. Und das Erste, was mir dort in den Sinn gekommen ist, als ich die hochgehoben habe, hoppla, die wiegt ja echt fast überhaupt gar nichts. Super, super leicht, klein und faltbar. So, ganz leicht hier auseinandergeklappt, einfach nur nach vorne und nach hinten mit den Beinchen. Und dann kann man auch schon den ersten Akku reinstecken. Jeder Akku liefert euch ca. 10 Minuten Flugzeit. Das heißt, mit beiden Akkus könnt ihr 20 bis 22 Minuten dann hier rumdüsen in der Luft, Indoor oder auch Outdoor. Jo, so sieht's aus. Na, noch Interesse? Dann gehen wir jetzt mal ins Detail. Also, wo sollen wir anfangen? Starten wir doch einfach mal bei der Kamera. Wie gesagt, 720p Auflösung hat sie. Und bitte immer im Kopf behalten, das Ding kostet nur 50 Euro, es ist ein Spielzeug. Ja, dementsprechend kann man auch die Kameraneigung hier nicht irgendwie an der Fernsteuerung steuern, sondern muss das hier mit dem Fingerchen einstellen. Ja, einfach einstellen und dann fliegen, so wie es passt. Und auch von der Auflösung und der Qualität her, ja. Also, ihr seht schon, hier auf dem Handy habe ich gerade das Kamerabild. Man kann was erkennen. Okay, das passt. Die Auflösung ist, naja, so lala, 720p, eben relativ grob, schlechtig und grisselig ist das Ganze. Und natürlich so stabilisierungsmäßig, ja, da ist nichts. Ne? Es ist schön, dass es dabei ist. Man kann sich etwas mehr orientieren. Man sieht, wo man hinfliegt. Es ist ein nettes Gimmick. Ja, mehr dann aber auch nicht. Also, so viel zur Kamera. Ihr könnt auch hier nicht auf SD-Karte oder so aufzeichnen, da passt keine rein. Was man machen kann, man kann hier in der App hier oben die Videoaufnahme aktivieren und dann wird dort entsprechend dann das Bildschirmbild aufgenommen von der Drohne. Und wenn wir schon bei der App sind, da gibt es noch eine Besonderheit. Ihr habt ja hier die Fernsteuerung mit dabei. Die ist ganz nett, auch super, super leicht, als wäre nichts drin. Und dann könnt ihr da natürlich euer Smartphone hier einmal reinklemmen. Wunderbar, dann hat man hier schön das Live-Bild. So, dann gibt es auch was zu sehen. Habt ihr da das Live-Bild und könnt dann hier entsprechend dann eure Drohne steuern, starten lassen, Aufnahmen starten. Hier hinten habt ihr nochmal die Möglichkeit, verschiedene Geschwindigkeitsmodi einzustellen oder auch einprogrammierte Manöver zu starten. Es gibt da so ein Kreisflugmanöver, das kann man hier ganz gut sehen, und so ein Spiralmanöver und einen Überschlag soll sie eben auch noch machen können. Das kann man alles über die Fernsteuerung machen. Die ist, ja, ihr seht es, für mich ein bisschen klein, aber ich habe ja auch keine Kinderhände. Also für Kinderhände genau richtig, für mich ein bisschen klein geraten. Aber man braucht die gar nicht. Nö, wenn man sagt, hü, ich reise mit leichtem Gepäck, die kann weg, dann kann man die ganze Drohne hier über die App steuern. Dafür einfach hier auf das Symbol draufklicken, da bekommt ihr hier die ganzen Anzeigen oder die ganzen Steuerelemente, ne, virtuelle Joysticks, ihr habt die Ansicht und könnt ihr dann entsprechend auch ja, starten und landen lassen. Ihr könnt eigentlich alles damit machen. Na, hier unten kann man auch noch ein bisschen trimmen. Wenn sie irgendwie in eine Richtung driftet, könnt ihr dann hier nach rechts, links und oben und unten das so trimmen, dass die einigermaßen stabil in der Luft steht. Finde ich, ist eine coole Sache. Muss man nicht immer hier das Ganze, die ganze Fernsteuerung mitschleppen, sondern kann das dann auch hier per Handy ganz, ganz alleine machen. So, also das zu der Funktion, die ist ganz nett, die App. Ne? Es gibt auch einen kleinen VR-Modus und so weiter. Später könnt ihr dann auch euch hier die Aufnahmen in eurem Album anschauen und ihr habt hier die Anleitungen drin. Das ist nett gemacht. Die App nennt sich Dirk FPV. Das ist sie. So, jetzt haben wir schon mal geklärt, wie man denn mit dem Teil hier fliegt. Ich werfe mal hier die Rotoren an. So, Vorsicht. So, wir haben geklärt, wie man sie steuert, was sie sehen kann. So, Rotoren nochmal aus. Ihr seht auch, sie hat eine LED-Beleuchtung. Vorne weiß, oben grün und hinten rot
unten dafür nichts. Ja, wie fliegt sich das Teil denn jetzt? Ich habe schon gesagt, sie ist super, super leicht. Und das ist einerseits schön für den Transport, aber auch schwierig, wenn ihr draußen fliegt. Ich bin draußen geflogen, es war etwas windig. Und die ist echt bei jedem kleinsten Windstoß ist die aus der Bahn geraten. Sie hat auch kein Gewicht richtig, ne? Und natürlich nicht so viel Power. Und da ist das schwierig mit der kleinen Drohne hier bei, ich sag mal, leichtem Wind, bei mehr Wind auf gar keinen Fall, überhaupt zu fliegen. Das ist nicht einfach. Ich bin mal ein bisschen hoch gestartet und habe ich gemerkt, oh, da kam eine Böe und ich musste volles Rohr dagegen gehen und sie ist trotzdem noch weiter nach hinten getriftet, ganz langsam. Da war ich froh, wie sie wieder bei mir war. Also beim Fliegen echt Obacht geben, Windstille, wenn draußen oder eben Indoor fliegen, da ist das mit dem Wind dann gar kein Problem. Da muss man allerdings auch ein bisschen aufpassen. Ich habe sie auch ein paar Mal gecrashed, das ist gut, denn sie ist robust. Also da haben sich maximal mal hier so ein bisschen die Beinchen dann verbogen und dann habe ich die einfach wieder entsprechend ausgeklappt und das war in Ordnung. Also vor leichten Crashes muss man keine Angst haben. Ich bin mal innen drin, ist sie mir mal abgeschmiert. Draußen habe ich sie mal in eine kleine Baumkrone reingejagt. Aber ihr seht es ja, es ist nichts kaputt gegangen. Robust ist das kleine Ding. Aber das Fliegen, ja, ich sag mal so, ich bin jetzt eine DJI-Drohne gewohnt. Dann ist das hier natürlich mit der Stabilität in der Luft ja, ganz was anderes. Es ist ein Spielzeug, alles klar. Man kann damit fliegen, man kann ein bisschen damit rumkurven und tun und machen. Das ist alles völlig in Ordnung, aber sie ist nicht besonders stabil. Das Trimmen ist nicht so sehr einfach. Ihr bekommt keinen perfekten Schwebeflug hin oder nur ganz, ganz schwierig. Und ganz kontrollierte Flüge zu machen, um tolle Aufnahmen irgendwie zu schießen, was ja mit der Kamera eh nicht so gut funktioniert, ist echt, echt fordernd. Also das ist gut für die Kids, wenn die ein bisschen im Garten einfach mal mit der Drohne rumdüsen wollen. Ja, dafür ist es okay. Wenn das Wetter passt und windstill ist, können die damit ihren Spaß haben. Mehr ist es dann aber auch nicht. Aber ja, seien wir mal ganz ehrlich, mehr kann man für 50 Euro da eigentlich auch nicht erwarten. Ihr bekommt die Optik einer richtigen, sage ich mal, Kameradrohne und bekommt eben eine kleine Spielzeugdrohne mit eingebauter Kamera. Also, das könnte man quasi schon als Fazit so bringen. Ich zeige euch noch mal kurz hier den Akkuaustausch. Der wird einfach nur hier hinten rausgezogen, der Akku. Das ist super einfach. Ratzfatz sind die Akkus gewechselt und ausgetauscht. Das funktioniert sehr einfach. Und dann hier das kleine Ladegerätchen, so ein USB-Ladegerät. Das wird einfach dann entsprechend, ich glaube so rum, genau, hier eingestöpselt. Irgendwo in den USB-Anschluss, Powerbank, zack. Und dann ladet ihr den kleinen Akku wieder voll. Wie groß war er denn von der Speicherkapazität? 800 mAh. Also 800 mAh, circa 10 bis 11 Minuten Flugspaß hier mit der kleinen Dirk D70. Also für Drohneneinsteiger und Kids, die Spaß an sowas haben, ja, da kann man das nehmen. Aber für jemanden, der erwartet, jetzt habe ich eine Kameradrohne, kann jetzt richtig tolle Aufnahmen machen, kann man hier um ein Haus fliegen, schauen, ob auf dem Dach alles okay ist oder sonst irgendwas. Ja, da eher nicht. Allein schon wegen der unpräzisen Steuerung fliegt er wirklich nur, wo massig Platz rundherum ist. Ja, ihr müsst da mal mit Ausfallschritten der Drohne rechnen und genug Platz haben für Notlandungen. Das ist auch eine gute Sache, Notlandung. Man kann sie auch ausschalten, indem man sie dann einfach so rumdreht. Moment, ich zeige euch das mal. Ich kann sie ja mal hier schnell starten, nochmal einschalten. Und wenn ich die jetzt einfach nur, upsala, so auf den Kopf drehe, geht die aus. Ne? Ein gutes Sicherheitsfeature. Nur noch so ganz am Rande erwähnt. Also wer Spaß an sowas hat, ein bisschen Spielzeugdrohnenmäßig mit Kamera. Ja, ihr findet den Link hier unten in der Videobeschreibung. Jeder, der mehr will, mehr Bild, mehr Stabilität, mehr Kontrolle, schaut mal in meine Drohnen-Playlist rein. Ich verlinke euch die Playlist hier unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr noch was ganz, ganz anderes zu dem Thema. Aber für einen Fuffi, für ein bisschen Spaß, jo, kann man machen, die Dirk D70. Das wäre es gewesen. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.